Stoffwechsel, juhu! Wir sitzen hier vor dem Umsonstladen Stoffwechsel in Witzenhausen in der Innenstadt. Das Konzept des Umsonstladens ist, dass Menschen ihre Dinge, die sie nicht mehr benötigen, die aber noch in gutem Zustand sind, hier vorbeibringen. Im Idealfall sogar selbst einräumen, wenn sie die Zeit dazu haben. Und alle anderen Menschen in den Umsonstladen kommen können und sich Dinge aussuchen, die sie gebrauchen können, die ihnen gut gefallen und diese mitnehmen. Ohne Gegenleistung, ohne zu bezahlen. Einfach so. Wir finanzieren uns über Spenden. Also Menschen, die in den Laden kommen, die fühlen üblicherweise irgendwie den Druck oder den Wunsch, etwas spenden zu wollen. Wir benötigen monatlich an die 300 Euro, um unsere Miete zu decken und um unser Gas und Wasser etc. zu zahlen. Die kommen aber in der Regel gut zusammen oder es verteilt sich dann über die Monate. Also damit können wir wirtschaften. In dem Sinne hatten wir Glück mit unserem Ladenlokal hier in der Innenstadt, dass die Miete eben bezahlbar ist. Unser Team arbeitet komplett ehrenamtlich. Wir haben einige Schichten, die regelmäßig sind, also wo sich dann zwei Menschen aus dem Team zusammengefunden haben, die sagen, okay, wir machen jede Woche um die gleiche Uhrzeit 2 Stunden den Laden auf und kümmern uns darum, dass es dort ordentlich ist, putzen ein bisschen. Dann gibt es noch viele Leute im Team, die im Hintergrund arbeiten, die Finanzen verwalten, die Putzaktionen planen oder Siebdruckcafés, Upcyclingcafés, wo dann Menschen vorbeikommen können und den Umsonstladen nochmal in anderer Aktion erleben können. Wir sind ein offenes Team. Hier ist ausdrücklich jeder Mensch willkommen, der uns unterstützen. Und das ist ganz unabhängig von den persönlichen tatsächlichen Kapazitäten, eben weil es nicht notwendig ist, diese 2 Stunden jede Woche machen zu können. Es ist genauso gut möglich, dass gerade die Eltern aus unserem Team dann einfach, wenn sie gerade in der Stadt sind und Zeit haben, den Laden aufmachen und dann kommt es zum Beispiel vor, wenn das kleine Kind aufgewacht ist, dann macht sie den Laden wieder zu und müssen halt weiter. Und das wird aber auch super angenommen. Also die Leute, die hier durch die Fußgängerzone laufen, die kommen dann einfach spontan vorbei. Wenn Menschen Sachen abgeben wollen, dann empfehlen wir, auf die Öffnungszeiten zu achten oder einen telefonischen Termin zu vereinbaren. Wir haben sehr viele Kleidungsstücke für Kinder und Erwachsene. Da sortieren wir bei den Kindern nach Größen und ansonsten nach Farben und nach Funktionen, aber nicht nach Geschlechterbeschreibung oder so. Unsere Kundinnen sind häufig, wenn sie den Laden das erste oder zweite Mal erst besuchen, damit ein bisschen überfordert, dass wir nicht in Geschlechter sortieren. Aber es eröffnet ihnen, und das sehen wir an ihren Gesichtern, wenn sie das annehmen, ganz neue Möglichkeiten, einfach zu stöbern und sich auf neue Dinge einzulassen, die sie ansonsten eher nicht in ihrem... Mir fehlt ein Wort. In ihrem Repertoire hätten. Oder überhaupt darauf kommen werden. Genau. Also, es macht was mit den Menschen. Einerseits dieser Vertrauensvorschuss, man muss eben nicht in Vorleistung treten und arbeiten gehen. Und andererseits auch die Gewissheit, okay, das sind Sachen, die hat sich jemand neu gekauft. Vielleicht haben die nicht gepasst, vielleicht wurden die sehr lieb gehabt und lange benutzt. Aber jetzt stehen sie mir zur Verfügung. Es ist auch ein wirklich schönes Gefühl, durch die Witzenhäuserstadt zu laufen und Sachen an anderen Menschen zu sehen, die ich vorher in den Umsonstladen gebracht habe. Weil das den Dingen nochmal ein Eigenleben gibt und auch einen anderen Wert, als wenn ich die in einen Kleidercontainer stecke, die dann in irgendein Drittland verschifft werden und dort vermutlich auf der Mülldeponie landen. Ist auch ein Zeichen, dass wir hier gegen die Wegwerflogik setzen wollen, weil Dinge in der Regel noch sehr gut sind oder sehr gut zu gebrauchen oder sehr gut für etwas anderes zu gebrauchen, wie wir ja in unseren Upcycling-Ideen auch festhalten.
und die schnelllebige Modeindustrie vor allem ja hauptsächlich Müll produziert. Teilweise auch Kleidungsstücke, die einfach nicht lange halten. Und in Umsonstladen, da werden auch manchmal Dinge angespült, die wirklich von hohem Wert sind, also die noch lange Jahre halten. Da kann man echt Glücksgriffe haben. Es lohnt sich zu kommen. Es lohnt sich zu kommen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, sprecht uns im Team gerne an während der Öffnungszeiten, dann laden wir euch zum nächsten Plenum ein und dann können wir gucken, wie ihr euch einbringen könnt. Juhu!